Warum hat Severus Snape eigentlich dem unbrechbaren Schwur zugestimmt? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über Severus Snape, Draco Malfoy, die Ermordung von Albus Dumbledore und einen unbrechbaren Schwur sprechen. Der unbrechbare Schwur ist ein verbindlicher magischer Vertrag, den zwei Parteien miteinander schließen. Der Zweck ist einfach, er soll eine andere Hexe oder einen anderen Zauberer an ein Versprechen binden. Man schließt diesen Schwur, indem die Teilnehmer sich gegenüberstellen und sich an den rechten Händen anfassen, während eine dritte Partei als eine Art Vermittler oder Zeuge fungiert und die Spitze ihres Zauberstabs auf die Hände der beiden Parteien legt. Der Vermittler agiert fast wie ein Geistlicher und beginnt die Bedingungen oder Pflichten im Zusammenhang mit dem Gelübde zu nennen. Nachdem er jede Bedingung des Gelübdes genannt hat, muss der Teilnehmer, der diese Pflichten erfüllen soll, einer nach der anderen zustimmen. Im Jahr 1996, in den ersten Kapiteln des Halbblutprinzen, bittet Narcissa Malfoy Snape, eines dieser unbrechbaren Gelübde abzulegen. Und zu diesem Zeitpunkt schwört er, Draco zu beschützen, ihm bei seiner Aufgabe zu helfen und sie sogar selbst zu Ende zu führen, falls Draco versagen sollte. Die Bedingung für dieses Gelübde war, Malfoy vor Schaden zu bewahren, während er versuchte, die Aufgabe zu erfüllen, um die ihn Lord Voldemort gebeten hatte, Albus Dumbledore zu töten. Snape erklärte sich auch bereit, die Malfoy übertragene Aufgabe zu erfüllen, falls Malfoy dazu nicht in der Lage sein sollte. Das ist eine große Verantwortung, die Snape da übernommen hat, denn wenn man das Versprechen, das mit dem unbrechbaren Schwur abgegeben wurde, nicht einhalten kann, wird man sterben. Der Tod ist die ultimative Konsequenz, und das ist natürlich der Grund, warum der Schwur als unbrechbar gilt. Man ist an sein Versprechen gebunden, bis man es einlöst oder stirbt. Nach allem, was wir wissen, gibt es keine andere Möglichkeit, einen unbrechbaren Schwur zu brechen. Aber eine Sache, die ich mich schon immer gefragt habe, ist, warum würde Snape bereitwillig zustimmen, einen unbrechbaren Schwur mit Narcissa einzugehen? Snape war seit vielen Jahren ein effektiver Doppelagent und beide Seiten hatten das Gefühl, in Snape einen Verbündeten zu haben. Was genau musste er also beweisen? Zunächst einmal ist zu erwähnen, dass Bellatrix Lestrange ihm nicht völlig vertraute. Bellatrix war Voldemorts treueste Todesserin und Gefährtin, und da sie Gefühle für Voldemort hegte, war sie besonders beschützend für ihn und seine Sache. Das bedeutete, dass Snapes wunscherfüllende Geschichte Bellatrix nicht von Snapes Beweggründen überzeugte. Als Narcissa und Bellatrix Snape die Idee eines unbrechbaren Gelübdes vorstellten, war Bellatrix nicht davon überzeugt, dass Snape es freiwillig eingehen würde. Sie wollte beweisen, dass Snape kein Verbündeter der Todesser war, und das wäre der ultimative Test. Würde Snape zustimmen, Albus Dumbledore zu töten? Der erste Grund, warum Snape den Schwur ablegte, war also nur, um Bellatrix Behauptungen zu widerlegen. Der zweite Grund, warum Snape dem Gelübde zustimmte, war, dass er ohnehin derjenige sein würde, der Dumbledore tötet. Obwohl Draco mit der Aufgabe betraut wurde, erwartete Voldemort nie, dass Draco die Aufgabe erfüllen könnte. Dies war seine Art, Lucius für seine Fehler zu bestrafen. Das bedeutete, dass die Aufgabe unweigerlich immer auf Snape zurückfallen würde, denn Voldemort wusste, dass Draco versagen würde. Um Dumbledore zu besänftigen und Dracos Seele zu schützen, erklärte sich Snape außerdem bereit, den Schulleiter von Hogwarts selbst zu töten. Damit würde er gleichzeitig den unbrechbaren Schwur erfüllen, den er abgelegt hatte, und die Seele des jungen Dracos schützen. Das war's also. Trotz Snapes beeindruckender Macht und seiner Fähigkeit, als effektiver Doppelagent zu agieren, musste er letztendlich diesen unbrechbaren Schwur ablegen, sowohl um seine Loyalität zu beweisen, als auch um Draco zu schützen. Wäre Dumbledore nicht bereits krank gewesen, wäre die ganze Harry Potter Geschichte ganz anders verlaufen, und ich bin mir sicher, dass Snape in diesem Fall niemals zugestimmt hätte, eine solche Tat zu begehen. Er hat lediglich zugestimmt, einen alten, sterbenden Zauberer zu töten, der ohnehin sterben würde, um einen kleinen Jungen zu schützen. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen, und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.